Hallo an alle Reiselustigen da draußen. Hier ist wieder euer Michael von Reiselust. Ich berichte euch heute über meinen Trip nach Salzburg. Natürlich gebe ich euch wieder viele Tipps zu Restaurants, Ausflugmöglichkeiten und Hotels. Ich und mein älterer Bruder Leo haben 4 aufregende Tage in der Landeshauptstadt vom gleichnamigen Bundesland verbracht. Für den Aufenthalt haben wir unser kleines Hotel direkt an der Salzach, dem Fluss, der durch Salzburg fließt, gebucht. Das Hotel bietet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet an und es gibt Sitzmöglichkeiten direkt am Fluss, was einfach herrlich war. Wir konnten zu Fuß in die Innenstadt laufen, also auch mit der Lage des Hotels waren wir sehr zufrieden. Den Namen des Hotels und die Preise findet ihr auf meiner Instagram-Seite. Hier habe ich euch auch noch ein paar weitere Hoteltipps zusammengefasst. In diesen 4 Tagen haben wir die Altstadt und die Umgebung erkundet und dabei viele schöne Plätze entdeckt. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, sind die Getreidegasse mit dem Geburtshaus von Mozart, das Schloss Mirabell mit dem Mirabellgarten und die Festung Hohensalzburg mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt. Ein bisschen außerhalb der Stadt liegt das Schloss Hellbrunn. Das hat mir besonders gut gefallen. Nicht weit davon gibt es auch den Tiergarten Hellbrunn mit vielen heimischen, aber auch exotischen Tieren. Beides kann man gut mit dem Bus erreichen. Also kein Problem, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist. Alle Ausflugsziele habe ich euch nochmal auf meiner Seite zusammengefasst. Hier findet ihr die Öffnungszeiten, Preise und Antwortmöglichkeiten. Wer noch ein paar Tipps für die guten Restaurants in Salzburg bekommen möchte, hört euch auch den zweiten Teil meines Reiseberichtes an. Eines kann ich vorweg sagen, probiert auf jeden Fall die originale Salzburger Mozartkugel. Also, bis bald und hört wieder rein. Euer Michael von Reiselust.